Und zwar als kleines Andenken, es ist ein handgeschmiedeter Originalnagel aus dem 14. Jahrhundert vom Dach unserer romanischen Kirche. Diese Nägel haben wir herausgezogen, ich ehrlich gesagt einen einzigen und dann hatte ich schon wunde Finger. Also aber das ist nicht der, was jetzt gekommen. Und auf jeden Fall soll das ein kleines Andenken sein an diese heutige Sendung hier, Autofahrer unterwegs. Haben Sie, wenn Sie mich anschauen, fast ein bisschen in Verlegenheit gebracht. Sie können den Nagel zum Beispiel in der Küche irgendwo in die Wand einschlagen. Dann wird meine Frau freut. Ja, ich wünsche einen Gruß der Frau Gemahlin. Und übrigens allen, die heute unterwegs sind und ich wünsche, Sie kommen gesund wieder nach Hause. Und da darf ich Ihnen den jetzt einmal überreichen. Vielen Dank. Lieber Michael Schrenk. Herr Schreiter, mit dem Regionalbildungsdreh mit Karen. Es gibt Geburtstagsblumen und dann steigt auf der Abendstern. Yeah, we do.
Kirchheck. Whoops for winners. Sie sind ein Gewinner. Sie fahren schon jetzt den Fischer RT4 Vakuum RS Supermodell 9192. Denn die Gewinner sind ihrer Zeit voraus bei Intersport. Fischer RT4 von Ende der Vakuumtechnik. Intersport. Shops for winners. Die große Kurier WM-Dokumentation. Alles über unsere alpinen Skistars. Das sind die Top-Favoriten. Das sind ihre Konkurrenten. Dazu die genaue Streckenübersicht. Wo Hundertstel über Sieg oder Niederlage entscheiden. Die große Kurier WM-Dokumentation. Jetzt täglich. Nur im Kurier. Mit persönlichen WM-Begleiter. Das Auto, das ihre Lebensart verändert. Gestern ist mein Mann wieder nicht nach Hause gekommen. Er behauptet, dass er im Kofferraum vom Fiat Tempra geschlafen hat. Der neue Fiat Tempra hat einen unglaublich großen Kofferraum. Hat Ihr Auto den auch? In Autofahren wurde ich gespielt, Hubert Urach und seine Original für den Lauerntaler. Sie glauben es nicht? Nicht von beiden. Das ist das Beste, oder was? Ja. Auf verstärkte Zusammenarbeit im Donauraum hinauslaufend und den Linien verbunden. Mir wird persönlich die Aufbruchstimmung der Regierungs- und Regionalchefs aus 17 Ländern und Regionen von Deutschland bis zur Sowjetunion unvergessen bleiben. Das war, wie gesagt, vor etwas mehr oder weniger als einem Jahr. Heute, zu Beginn des Jahres 1991, sehen wir uns schwersten Gefahren für den Frieden in weiten Teilen der Welt gegenüber. Nicht zuletzt ist dadurch gerade jener Aufzug und jene Neuordnung in Mittel- und Osteuropa bedroht, die wir so freudig begrüßt und selbst unterstützt und gefördert haben. Auf diesen indirekten Aspekt des Golfkrieges sowie auf einige weitere außenpolitische Gesichtspunkte aus unserer Sicht möchte ich besonders hinweisen. Meine lieben Landsleute, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, kein Krieg auf der Welt, vor allem dann, wenn er derartige internationale Ausmaße angenommen hat, kann heute rein lokal und regional betrachtet werden. Er kann es umso weniger, wenn es nur einen beträchtlichen Reserve der Welt gibt. Der Übergang. Ich habe noch
Ich habe den Daumen auf.
Geht um schon schief. Geht eh schon rein. Same song. Thank you.
Passt eh, los! Ja, wie so? Nimm den Hut vor! Ja, ja! Super, Wiener! Das ist das! Klasse! Bitte! Ich bin nicht mehr in der Sache.
darf Sie noch einmal recht herzlich begrüßen. Ich glaube, ich habe die Reihen durchgegangen. Ich habe euch alle schon begrüßt, aber trotzdem noch einmal recht herzlichen Dank, dass so viele auch zur Siegerehrung gekommen sind. Und es freut mich demnach auch Ehrengäste bei uns begrüßen zu dürfen. Allen voran unseren Magister Vater Alois hier in unserer Mitte recht herzlich begrüßen zu dürfen. Ja, was für mich eine große Freude ist, und er hat mir vor kurzem auch gesagt, der Abschlusskommandant von Nussbach. Ich weiß nicht, waren es hier oder er sieht, wie scheint die Sonne? Selbstverständlich auch nein, unseren Abschlusskommandanten mit seiner lieben Gattin. Ich kann auch über das meine Cousin. Super! Ja, unser Vizi, der ist auch da, der Herr Bürgermeister, hat gesagt, der Kind auch, das ist nicht gekommen, natürlich gibt es ja nichts. Und natürlich, das Tipptopp auf dem I, das wisst ihr, das ist ja irgendwas, das liebe ich, denn unser Bezirkskommandant, Oberbauernbauer, ja, Bezirkskommandant Josef Jungherr. Sämtlich. Ja, ich muss sagen, Dankeschön von der ganzen Feuerwehr, von der Kameradschaft, Dankeschön. Das Kommando der Freiwilligen Feuerwehr hat sich entschlossen. Wirklich, also mir fällt da, ich sage das von Herzen. Ne? Der Mensch denkt, Gott lenkt. Gut, haben was gemacht für Kirche. Also er muss erst angeben. Ne? Und die anderen, was die, die Bauernschaft, ne? Kannst halt der Reise nicht, die tun auch was, aber da müssen wir dazwischen funken. Die Freiwillige Feuerwehr für solches hat sich einfallen lassen, ein Plattel schießen, der Herbert hat mitgebracht, sei es hat gepasst. Ne? Und ich darf dir im Namen, lieber Pater Alois, im Namen der Freiwilligen Feuerwehr, Kameradschaft der Freiwilligen Feuerwehr, ein Brieflein überreichen von Reingewinn über 7000 Stein, aber ich glaube, das ist ein Grundstein. Ne? Ich danke noch einmal allen, die was mitgewirkt haben. Die sind noch Kameraden, die so zusammenkommen und wirklich für die Kameradschaft sorgen. Ne? Ja, alle, den Spendern. Ich bin auch, der war schon ein bisschen mehr, ich bin ein wenig auf später rangegangen, dafür ein bisschen früher aufgestanden. Ne? Ja, und habe ich mich ganz schön weiter gedacht, was nicht, der Bögi, der war der passt. Ne? Ja, die Geburt, was so. Aber auch hier nicht. Er redet mich nicht. Da gleich draufkommen. Ja, wie gesagt, aber sind wir froh. Sonst sind wir, es ist alles positiv, was wir gemacht haben. Ich möchte mich aber nur bei denen, die nicht Hilfe geben, die was geholfen haben, wollen haben. Dankeschön, wirklich, es war super. Du warst da einer, der was gesagt hat, so machen wir es und einen Strom oder der Hotzeile. Es braucht alles, man braucht Leute. Alleine das Kommando, der Kommandant, der kann das nicht machen. Der braucht keinen Raum. Und ich glaube, so haben wir das geschafft. Ne? Nur mal recht und schön Dank für alles. Und jetzt möchte ich Papa alles suchen, dass er auch zu unserer Familie sagt.
Sehr geehrter Herr Kommandant, sehr geehrte Ehrengäste, sehr geehrter Herr Vizebürgermeister, sehr geehrte Feuerwehrkameraden, sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe heute geschossen draußen und es ist ungefähr so gegangen, 0-0-0, 0-0-0, dann hat jemand Erbarmen gehabt, wer hat das für 3-4 gespielt, 0-10-0. Das ist ungefähr so der Trostpreis, glaube ich, und wie mir der Kommandant das schöne Kuvert übergeben hat, hat jemand gesagt, neben mir, das ist ein Wahnsinn, so ein Trostpreis. Ich danke sehr herzlich für die gute Idee und für das Zusammenwirken für die Kirche, dass diese Idee geboren worden ist und dass man gesagt hat, ja, was da rauskommt heute, das soll der Kirche gehören. Das war für mich eine Überraschung, die ich unten am Eisplatz erfahren habe. Und da ist man sicher das Gesicht auseinandergehauen, auch wenn die Sonne nicht geschienen hat, weil da ist scheinert worden. Das hier, das macht man nicht so lachen. Wenn man ein größeres Vorhaben hat, und das ist sicher die Kirchenrenovierung, dann braucht man sicher viele Leute, die einem gewogen sind. Und mit dem Wohlwollen, mit der guten Zusammenarbeit, sicher auch ohne, dass man Geldsorger sein möchte und aufs Geld gierig sein möchte, muss man sicher auch dann zusammenhalten und bitten, dass man jemand unterstützt. Und ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, welche Initiativen da gesetzt worden sind und dass sich Einzelne so gegenseitig anregen, wenn die Gold haben was tun, dass auf einmal die Feuerwehr der Ehrgeiz braucht und die Feuerinnen dann langfristig auch irgendwas tun. Und ich glaube, so wird es sicher noch viele gute Initiativen geben, aber auch vielen guten Willen im Einzelnen. Ich bitte dann sicher auch um konkrete Arbeit und um die gute Zusammenarbeit. Wir werden sicher auch sehr bald an die Öffentlichkeit gehen, damit es nicht so eine Sache wird zwischen 3-4 Leuten, was da werden soll, sondern dass viele mitdenken und zumindest auch die Transparenz besteht, dass Leute wissen, was da überhaupt geschieht und was das kostet und wie das in den einzelnen Schritten ausschaut. Ich bin sicher immer für Transparenz. Transparenz setzt sicher auch dann voraus, dass man dann das nicht nur mehr hinterfragt und sagt, na, das hat er uns gesagt, vielleicht steckt aber nur mehr dahinter. Das ist vielleicht das Negative von der Transparenz. Dass, wenn ich was darlege und klarlege, dann ist das alles. Also, und dann muss man nicht sagen, das ist die Spitze von einem Eisberg, vieles wird dahinter stehen. Dahinter verborgen sein. Ich wünsche der heutigen Veranstaltung, dass sich das in einer guten Kameradschaft fortsetzt, was am Eisplatz schon geschehen ist. Ich wünsche heute sicher auch eine tiefe Zufriedenheit und ich danke sehr, sehr herzlich der Feuerwehr und ich darf hier auch ein Gedenken an den Pater Thomas einfließen lassen. Leider ist er gesundheitlich sehr schlecht beisammen. Wir wollen sicher an ihn denken. Ich weiß nicht, ob Besuche besonders gut sind, aber wenn wir eine sehr gute Beziehung hat, sind wir ihn sicher auch freuen, obwohl er sehr schwach ist und im Gitterbett liegt. Das möchte ich heute traurig und unverblümt einmal sagen. Vielleicht können wir ihm auch mit unserem Gebet helfen, vielleicht auch mit unseren guten Gedanken und mit unserer geistigen Verbindung. Pater Thomas hat eine 1A-Beziehung zur Feuerwehr gehabt, der ist ein Pirat gewesen. An diese Fußstapfen kann ich sicher nicht treten, aber ich möchte eine sehr herzliche Beziehung zur Feuerwehr. Und wenn Sie irgendwelche Wünsche haben, dann bin ich sehr gerne offen dafür. Und ich sehe auch selber, dass eine sehr gute Beziehung von mir aus zur Feuerwehr besteht und dass diese hingestreckte Hand sehr offen aufgenommen worden ist, die mir entgegengestreckt worden ist bei meinem Kommen, die habe ich
erwidert und so ist es, glaube ich, ein schönes Miteinander und dafür danke ich sehr herzlich Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr. Diese lieben Worte über uns und ich kann dir versprechen, dass es weiterhin nicht nur Heilende, sondern okay. Wir werden der Kirche immer tatkräftig zur Seite stehen. Danke. Nicht nur was für ein. Ja, so kommen wir jetzt zur Preisverteilung und der Suche von Kameraden. Komme zur Preisverteilung und ganz klar, von mir aus das schwache Geschlecht oder so, die Damen. Ich darf sehr herzlich gratulieren und herausbieten, Grillmeier Erika. Und ich habe hier weil für mich ist er die Alex! Grillmeier, hallo! Die Dankeschön. Ja, weiter Preis, lieber Erich, alter Freund. Und ja, gut. Wieder klar.
Ja, du bist ja.
müssen wir dann aufmachen, ne? Ich mach mir gleich da einen Skilau, weil ich habe eh schon geschätzt gekriegt. Der Holzinger, als 14er Holzinger Fritz. Ich bin ja derselbe. Ja, ich weiß nicht. Ja, das ist der Holzinger. Das geht auch, das ist ganz, 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 ganz,
Image, dass Politik völlig draußen bleibt. Mich freut, dass du zum vierten gesagt hast, dass die SPÖ offen haben. Das könnte jeder andere sehen. Aber Feuerwehr und Musik, ja, sind Institutionen, die für alle da sind. Und Politik ist das Letzte, was da drin bleibt. Darum danke ich, dass du mich erstmals erinnert, der Wirt bringst. Und heute hole ich einmal dazu. Du weißt das ganz genau. Feuerwehr bin ich immer. Ich glaube, wir haben es ja schon lange rausgezogen, aber die Schule nicht, ich glaube, ich habe nur was. Ist das richtig? Die meisten Stände. Ja, bitte schon zu früher. Ja, dann haben wir die meisten Stände auf der Holziger Friedstag und ich möchte ihm sehr herzlich dafür danken und auch dazu gratulieren. Fürs Mittun besonders bedanken möchte ich mich aber bei den Gönnern und bei den Mitarbeitern. Ich glaube, das, was heute am wieder mitgearbeitet worden ist, das in Sicht ist. Und zum Hauptstädte, was da mehr kann man dort, es ist auch mal eine Kameradschaft. Und die haben wir gerade hier, dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Ja, das ist doch dort.